Keine Chance hatte der 35-jährige Kradfahrer heute Vormittag in Rönkhausen bei Finnentrop. Ein ihm entgegenkommender Langholztransporter verlor seine tonnenschwere Ladung, als ihm der Motorradfahrer entgegenkam. Auf der Steigungsstrecke zwischen Rönkhausen und Wilde Wiese hatte sich der Anhänger des Gespanns aufgeschaukelt und war mitsamt der Ladung auf die Gegenfahrbahn gekippt. Der Kradfahrer aus Finnentrop kam dem Holztransporter entgegen und konnte nicht mehr ausweichen. Mit seiner Yamaha geriet er unter die Holzstämme und verstarb noch an der Unfallstelle. Während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Landstraße zwischen dem Kreis Olpe und dem Hochsauerland fast 4 Stunden voll gesperrt. Heute Morgen kam es zu einem tragischen Verkehrsunfall im Bereich der Kreispolizeibehörde Olpe auf der Strecke zwischen Finnentrop-Rönkhausen und dem Hochsauerlandkreis. Befuhr ein 37-jähriger Lkw-Fahrer mit Zugmaschine und Anhänger beladen mit Holzstämmen die dortige Landstraße. Im Bereich einer Kurve hat sich das Fahrzeug aufgeschaukelt. Der Anhänger kippte um. Die gesamte Ladung mitsamt Anhänger ist in die Gegenfahrbahn gefallen. Ein entgegenkommender 35-jähriger Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen, ist in die Unfallstelle reingefahren und hat sich dabei so schwer verletzt, dass er an den Unfallfolgen noch an der Unfallstelle verstorben ist.